Herzlich willkommen zum Kursteil Geoinformationssysteme im Online-Kurs OpenGeo Edu. Diese Lerneinheit legt die Grundlagen für das Arbeiten mit offenen Geodaten. Dabei dient die GIS-Vorlesung zur Wiederholung und Festigung der Begriffe und Abläufe. Die GIS-Übungen hingegen sollen ausgewählte Aufbereitungs- und Analyseschritte illustrieren, die dann in den späteren umfangreichen Fallbeispielen zum Einsatz kommen. Geoinformationen sind heute in allgegenwärtigem Einsatz. An die Stelle von Karten, die wir früher genutzt haben, tritt heute das Geoinformationssystem, kurz GIS genannt. Dies gilt aber nicht nur in fachlichen Anwendungen in Wirtschaftsunternehmen wie der Ver- und Entsorgungsbranche oder in Umwelt- und Planungsverwaltungen. Auch der Bürger hat sich an die Verfügbarkeit von Geoinformationen und GIS-Funktionen gewöhnt und bestimmt mit dem Smartphone seinen Standort, um ihn mit Freunden zu teilen, oder er findet die Route zu einem gewünschten Ziel. Im Online-Kurs OpenGeo Edu sind GIS die Werkzeuge, um mit offenen Geodaten interessante Fragestellungen zu bearbeiten. Von daher dient diese Grundlageneinheit unter anderem zur Wiederholung und Festigung der Begriffe und Abläufe im Umfeld der Geoinformationssysteme. Ein GIS ist ein rechnergestütztes System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von raumbezogenen Informationen. Diese verkürzte klassische Lehrbuchdefinition hat auch weiterhin Gültigkeit, denn sie charakterisiert den typischen GIS-Arbeitsablauf in täglichen Problemen. Und auch diese Kurseinheit ist nach dem EVAP-Modell strukturiert und präsentiert einen kleinen Abriss der EVAP-Verarbeitungskette. Zudem betont sie das wesentliche verbindende Element in GIS, nämlich den Raumbezug. Ein GIS setzt sich aus vier Säulen zusammen. Zur Hardware zählen der Arbeitsplatzcomputer, die Server- und Peripheriegeräte, zunehmend aber auch Geräte, die zum Feldeinsatz kommen, wie GNSS, das Global Navigation Satellite System, oder Smartphones, mit denen der Bürger sowohl Geoinformationsnutzer als auch Erzeuger sein kann. Die Software erlaubt Daten in das GIS einzuarbeiten und Anwendungen zu bearbeiten. Dazu braucht es Betriebssystem, Office-Umgebung, Internet und Datenbanksystem. Zentral sind die GIS-Produkte mit ihren vielfältigen Fachmodulen und Fachschalen. Mit der Software erstellen und bearbeiten wir die Geodaten in Form von Geobasisdaten oder Geofachdaten, Sensordaten oder von Freiwilligen erhobene Daten. Die Daten stellen den Rohstoff dar, aus dem die GIS-Anwendungen gespeist werden. Anwender beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Aufbau notwendiger Geobasisdaten im Vermessungsbereich oder von Geofachdaten in Wirtschaftsunternehmen oder Fachverwaltungen. Aussagen aus Expertenkreisen weisen bis zu 80% der in Unternehmen und Verwaltungen verarbeiteten Informationen einen Raumbezug zu, womit sich das große Einsatzpotenzial der Geoinformationssysteme erahnen lässt. Der Raumbezug kann zum einen als direkter Raumbezug in Form von Koordinaten gegeben sein. Dies wird im Vermessungswesen genutzt und sorgt für eine eindeutige Lokalisierung auf der Erde. So beschreiben die links angegebenen Koordinaten eindeutig einen Punkt in Rostock. Probleme des Koordinatenreferenzsystems sind somit gelöst. Und der vom Verständnis her schwierigste Teil der Geodäsie und Kartografie muss den Nutzer nicht mehr interessieren. Wer sich dafür interessiert, findet eine kurze Einführung im Tutorial-Teil von OpenGeo Edu. Viele Geoinformationen sind jedoch mit einem indirekten Raumbezug versehen. Die Anschrift eines Ortes ist ein solches Beispiel. Ebenso die Aufteilung eines Gebietes in Teile, die durch eine eindeutige Kennziffer beschrieben sind, zum Beispiel die Postleitzahl oder der amtliche Gemeindeschlüssel. Diesem indirekten Raumbezug muss eine Geometrie hinzugefügt werden, um ihn zu verorten und für die Weiterverarbeitung im GIS nutzbar zu machen. Geoinformationen beschreiben Objekte der realen Welt. GIS folgen heute mehr meist einer objektbasierten Sicht. Die Normung definiert hierzu das Geoobjekt, englisch Spatial Feature oder Spatial Object genannt.
Geoobjekte repräsentieren Elemente der realen Welt, wie ein Haus, eine Straße oder einen Wald. Jedes dieser Geoobjekte wird mit verschiedenen Eigenschaften beschrieben. Dies betrifft zum einen die Geometrie des Objektes. Ein Haus wird zum Beispiel in seiner digitalen Repräsentation in 2D durch sein Umrichtspolygon definiert, eine Folge von 2D-Koordinaten, die eine Fläche bilden. Benachbarte Häuser stehen in einer topologischen Beziehung zueinander. Thematische Merkmale eines Hauses sind dann zum Beispiel die Grundfläche, die Stockwerkszahl oder der Eigentümer. Und natürlich hat ein Haus auch ein Baujahr, womit also auch temporale Aspekte abgebildet werden können. Metainformationen helfen dann, nach Geoobjekten und deren Eigenschaften suchen zu können. Sie beschreiben also die eigentlichen Daten und machen diese erst gebrauchsfähig. Die Geometrie von Geoobjekten lässt sich dann in zweierlei Form im GIS verarbeiten, als Vektor- oder als Rasterdaten. Vektordaten werden genutzt für diskrete Phänomene, also Objekte mit wohldefinierten Abgrenzungen und räumlicher Ausdehnung, wie zum Beispiel Gebäude, Parzellen und Straßen. Vektordaten starten mit dem Punkt als geometrisches Grundprimitiv. Dies kann genutzt werden, um die Standorte von Versorgungseinrichtungen wie Schulen oder Krankenhäusern zu beschreiben. Linien entstehen dann durch Verbindungen von Punkten. Gängige linienhafte Objekte sind das Straßen- und das Gewässernetz, aber auch die Leitungssysteme der Ver- und Entsorger. Flächen entstehen als geschlossene Linienzüge und werden zum Beispiel für die Abgrenzung von Verwaltungsgebieten oder die Berechnung von Einzugsgebieten genutzt. Kontinuierliche Phänomene variieren im Raum und sind in der Regel nicht scharf abgegrenzt, wie zum Beispiel Bodenarten, Temperaturverteilung oder Geländeoberflächen. Hierfür verwendet man Felder, englisch Coverages genannt, die in Form von Dreiecken oder Gitterzellen, dem Pixel als Grundelement der Rasterdaten, diskretisiert werden. So lassen sich dann die Bevölkerungsdaten losgelöst von der administrativ-politischen Verwaltungshierarchie auf die Republik in Zellen aufteilen. Und in manchen Anwendungen wie der Umwelt- und Klimaforschung steht hierfür auch ein dreidimensionales Würfelelement, das sogenannte Voxel, zur Verfügung. Die Geoobjekte tragen neben der Geometrie eine Vielzahl von Informationen, die man als Sachdaten, Attribute oder Merkmale bezeichnet und die in der einfachsten Form in Tabellen organisiert sind. So tragen die Zellen im Zensusraster Informationen zur Bevölkerung, wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, Einkommen und so weiter. Flächen im Liegenschaftskataster tragen Eigentümerinformationen. In Stromnetzen werden die Leitungen durch Eigenschaften des Stromnetzes beschrieben. Im Wesentlichen muss ein GIS das gesamte Funktionalitätenspektrum von der Datenerfassung über die Datenverwaltung und die Datenanalyse bis zur Datenpräsentation bedienen, klassisch als das EVAP-Modell der GIS-Verarbeitungskette bezeichnet. Es muss also einen Anwender dabei unterstützen, seine eigenen und andere relevante problembezogene Daten in das System einzugeben, mit diesen Daten dann Auswertung zu betreiben und die Ergebnisse in einer geeigneten Form, analog auf Papier, digital auf dem Bildschirm, auf Datenträgern, Speichermedien oder mittels Diensten über das Internet abrufbar, auch wieder visualisieren oder verbreiten zu können. Daher schauen wir uns nun die Verarbeitungskette in den einzelnen Schritten etwas genauer an. Die Geodatenerfassung schließt alle Methoden zur Datengewinnung ein. Von den klassischen Vermessungsmethoden mittels Tachymeter oder Global Navigation Satellite System, landläufig auch als GPS bezeichnet, bis hin zu empirischen Erhebungen im Geomarketing, zum Beispiel mittels Befragung. Gerade in den letzten Jahren wurde eine Vielzahl neuer Erfassungsmethoden eingeführt, so zum Beispiel das mobile Laserscanning oder die Erfassung aus Bildern, die mittels Drohnen aufgenommen werden. Die Geodatenverwaltung umfasst sowohl Aspekte der Datenmodellierung als auch die konkrete Umsetzung der Datenstrukturen in einer Datenbank,
sowie die Bereitstellung von Methoden zur Manipulation dieser Daten. Zur Bearbeitung einer raumbezogenen Fragestellung wird ein Ausschnitt der realen Welt aus fachlicher Sicht betrachtet und in bedeutungsvolle Objektklassen aus Sicht der fachlichen Nutzung gegliedert. Diese werden dann in einem Anwendungsschema modelliert und anschließend auf die logische Sicht einer Datenbank, in der Regel ist dies heute eine relationale Datenbank mit Erweiterung für Geometriedaten, heruntergebrochen. Geoobjekte des Liegenschaftswesens sind zum Beispiel Gebäude und Parzellen. Die Datenanalyse ist das Herzstück eines Geoinformationssystems. Ein GIS bietet hierzu eine große Vielfalt an Analysefunktionalitäten, die auf die Geoobjekte angewendet werden und die man im Sinne einer Blackbox nutzen kann. Besser ist es aber, ein gewisses Grundverständnis für die zugrunde liegenden Algorithmen zu haben, um Ergebnisse besser interpretieren zu können. Daher werden die Auswertealgorithmen nach den dominierenden Elementen des Geoobjekts gruppiert, also nach Geometrie, Topologie, Thematik und Dynamik. Ausgewählte Funktionen, wie zum Beispiel die Flächenverschneidung, die Netzwerkanalyse, digitale Geländemodelle, Berichtsgenerierung oder statistische Analysen, werden im Kurs genauer erläutert. Am Ende der EVAP-Verarbeitungskette steht meist eine visuelle Aufbereitung, heute oftmals Geovisualisierung genannt. Dies kann in analoger oder digitaler Form erfolgen. Klassische Beispiele der Ergebnisaufbereitung sind die Visualisierung in Form thematischer Karten oder als Diagramme. Inzwischen gibt es aber auch eine große Vielfalt an digitalen Formen wie Animationen oder Virtual oder Augmented Reality. Und auch für den mobilen Nutzer müssen Geodaten verfügbar gemacht werden. So lassen sich zum Beispiel mittels Tablet und GNSS durch die Mitarbeiter einer Verwaltung die umfangreichen Datenbestände pflegen und fortführen. Der Bürger einer Stadt, der Besucher oder der potenzielle Investor nutzen heute bereits und erwarten zukünftig noch mehr Geodaten auf ihrem mobilen Endgerät wie dem Smartphone. Am Ende der Vorlesung werden die Anwendungsfelder für Geoinformationssysteme aufgezeigt. Landinformationssysteme als sogenannte Geobasisdaten stellen Informationen zum Liegenschaftskataster und zur Geotopographie bereit, die von nahezu allen anderen Anwendungen im Sinne von Basisdaten genutzt werden. Dies kann im großmaßstäblichen Bereich bei den Netzinformationssystemen der Ver- und Entsorger sein oder in mittleren Maßstäben in Umweltinformationssystemen zur Beschreibung des Umweltzustands. Aber auch für Planungsaufgaben oder in der amtlichen Statistik werden GIS genutzt, die sogenannten Rauminformationssysteme. Und darüber hinaus gibt es noch viele spezialisierte Fachinformationssysteme. Landinformationssysteme sind in den 70er Jahren seitens der Geodäsie ins Leben gerufen worden und bilden im Grunde den Ursprung heutiger GIS. In Deutschland steht im großmaßstäblichen Bereich mit dem amtlichen Liegenschaftskataster eine besonders gute Basis zur Verfügung. Im mittleren und kleinen Maßstabsbereich haben sich ausgehend von der Landesaufnahme des 19. Jahrhunderts die heutigen topografischen Kartenwerke ATKIS entwickelt. Mit der aufkommenden Nachfrage nach Geobasisdaten für andere Zwecke als dem Eigentumsnachweis haben sich sowohl ALKIS als auch ATKIS zu Geobasisinformationssystemen entwickelt, die Daten für fast alle anderen noch zu benennenden Arten von GIS bereitstellen. Sei es lediglich als Hintergrundinformation zur Orientierung oder sei es als ergänzende Darstellung und Datengrundlage für Fachanalysen. In Ver- und Entsorgungsunternehmen mit den Sparten Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Kanal, Breitband und so weiter hat sich bereits in den 80er Jahren das eigenständige GIS-Anwendungsfeld der Netzinformationssysteme etabliert. Netzbetreiber sind aber auch die Kommunen, die Post, Wasser- und Bodenverbände, das Militär, Unternehmen der Chemiebranche und viele andere. Netzinformationssysteme dienen der Dokumentation und Bearbeitung von Betriebsmitteldaten,
das heißt von Kundendaten bis hin zu den Leitungen und Anlagen der Ver- und Entsorger. Inzwischen stehen hier umfangreiche digitale Leitungsdokumentationen zur Verfügung, mit denen die Netzplanung und der Netzbetrieb unterstützt werden kann. Der Aufbau von Umweltinformationssystemen hat als wesentliche Ziele die Umweltbeobachtung, die Unterstützung der Umweltvorsorge, die Sanierung von Umweltschäden und die Reaktion auf Umweltunfälle. Für alle diese Aufgaben bedarf es raumbezogener Daten als Dokumentation und Entscheidungsgrundlage. Anwendungen von UIS reichen daher von der Erfassung der Radioaktivität über die Kartierung von Biotopen und Artenvielfalt bis hin zur Ableitung von Lärmbelastung und Gewässergüte. UIS werden auf internationaler, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene ebenso wie in privaten Unternehmen als betriebliche Umweltinformationssysteme aufgebaut. Auf kommunaler Ebene beispielsweise reichen die zu bearbeitenden Umweltthemen von der Schutzgebietsausweisung bis hin zu Grundwasser- und Gewässerkatastern. GIS finden aber auch ein weites Anwendungsumfeld in der Stadt- und Raumentwicklung, zumeist in der GIS-Ausprägung Rauminformationssysteme. Ein RIS ist ein Instrument zur Entscheidungsfindung sowie ein Hilfsmittel für Planung und Entwicklung. Es besteht einerseits aus Datensammlungen, oft in Form sogenannter statistischer Informationssysteme zur Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung, sowie aus Planungswerkzeugen, um zum Beispiel die kommunale Flächennutzungsplanung zu bearbeiten. Grundsätzlich stellt eine jede der bisher beschriebenen GIS-Ausprägungen aus Sicht der jeweiligen Fachdisziplin ein spezielles Fachinformationssystem dar. Aufgrund der jeweiligen Fachspezifik bleibt jedoch noch eine größere Gruppe von Anwendungen, die mit den bisherigen Ausprägungen und deren Merkmalen nicht gut genug abgedeckt sind. Hierunter fallen insbesondere Spezialanwendungen in den Bereichen Marketing und Vertrieb, Geomarketing, Standortplanung, Transport, Logistik und Verkehr, das Flottenmanagement, die Fahrzeugnavigation, Telekommunikation, Kabelnetzauskunft zum Beispiel, aber auch Anwendungen im Bauwesen, im Gesundheitswesen, für Notfalldienste und so weiter. Die GIS-Produktentwicklung hat sich in den letzten Dekaden vom universellen GIS über Desktop-GIS bis hin zu Web-GIS vollzogen. GIS-Produktfamilien umfassen Servertechnologien, Desktop-GIS, GIS-Viewer, Auskunftssysteme, Fachschalen, mobile GIS oder auch GIS-Frameworks. In größeren Produktionsumgebungen, sei es zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, einer Stadt oder bei einem großen Ver- und Entsorgungsunternehmen, treten diese unterschiedlichen Produktkomponenten meist im Zusammenspiel auf. Die großen Datenmengen im Unternehmen werden auf Servern im Sinne eines gemeinsamen Rückgrats, Backbone, der gesamten verteilten Systemwelt verwaltet und verfügbar gemacht. Meist sorgen fachlich versierte Nutzer am Desktop GIS für die Erhebung bzw. Qualifizierung und Aufbereitung der verschiedenen Geodaten, die dann von vielen Anwendern über unterschiedliche GIS-Clients betrachtet oder für Abfragen genutzt werden. Hierbei kommen vermehrt mobile Systeme zum Einsatz, Tablets, Smartphones etc. In der Entwicklung und Anwendung von GIS finden sich heute gleichermaßen kommerzielle, freie sowie Open-Source-Lösungen. Dementsprechend werden auch im Online-Kurs OpenGeoEDU Beispiele mit offenen GIS, wie zum Beispiel mit QGIS, oder mit proprietärer Software, wie zum Beispiel ArcGIS, bearbeitet. Die Vorlesung kann das Thema GIS natürlich nur anreißen. Daher ist zum Nachschlagen und Vertiefen auf gängige Lehrbücher zu verweisen. Im deutschsprachigen Bereich ist dies insbesondere das Lehrbuch Grundlagen der Geoinformationssysteme. Im englischsprachigen Raum gibt es hingegen eine große Vielzahl an Textbüchern. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.